Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich dann Tuni mache. Zuerst mischen wir den Jufka. Dazu wird der Hefe mit Wasser, Milch und Zucker verrührt. Dann noch eine Prise Salz und Mehl dazu kippen und alles gut kneten. Direkt etwas ruhen lassen. In der Zwischenzeit schneiden wir die Tomaten und die Hühnerbrust in kleine Würfel. Alle genauen Mengenangaben stehen auch unten in der Infobox. Anschließend werden die Fleischwürfel in Öl angebraten und gewürzt. Die Tomatenstückchen hinzugeben mit Knoblauch verfeinern. Nachdem der Teig etwas aufgegangen ist, portionieren und zu Jufka ausrollen. Kurz von jeder Seite backen, mit Wasser bestreichen und zugedeckt auf die Seite legen. Zu dem angebratenen Fleisch etwas Tomatenmark und ein Spritzer Tomatensauce unterrühren. Den Joghurt mit Knoblauch, Salz und ein Spritzer Zitrone verrühren. Vor dem Belegen der Jufka in die Fleischpfanne legen. Anschließend mit Fleisch, Salat, Zwiebel und Tomate belegen. Zusammenrollen und mit der Soße begießen. Fertig sind Latifas Tantuni. Viel Spaß beim Nachkochen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal für weitere leckere Rezepte. Bis zum nächsten Mal.